Ja, hier war früher eine Pfeife dran. Diese gleiche Pfeife war auch unten im Maschinenraum. Und wenn man eine Verbindung zur Maschine herstellen wollte, dann hat man hier reingepustet, dann pfiff das unten, dann wusste der Ingenieur, da will jemand was. Dann hat er die Pfeife ab, hat sein Ohr dran gehalten, dann konnte man ihm sagen, was man von ihm wollte. Das umgekehrt ging das genauso. Der hat unten reingepustet, dann hat das hier gepfiffen, dann hat der Kapitän oder Steuermann sein Ohr dran gehalten und hat dann gefragt, was ist denn los? Ne? Und so haben die Verbindung, es gab keinen Sprechfunk, sondern das war das Verbindungsrohr, Sprachrohr auf dem Schiff. Und es gab natürlich Schabernack, die Maschine hat oft Schabernack gemacht, die hat unten Mehl reingestopft, ne? Und hat dann Pressluft dran gehalten, dann war man hier weiß angetüncht. Ne?